Tilo. Tilo, ein sehr enger Freund von Danny. Wir haben jetzt zwei Namen, Papa Platte und Danny. Das vorige Video handelte sich um Papa Platte und das ganze Statement. Diesmal geht es aber um Tilo und sein Statement. Denn Tilo wurde sicher auch kritisiert, weil er mit Danny ein ganzes Format gestartet hat, beziehungsweise seinen eigenen Kanal, wo die beiden halt Vlogs gemeinsam machen und Danny halt ja das Ganze managt. Und Danny ist ja verurteilt worden. 1,5 Jahre Bewährung. Digga, wegen Vergewaltigung. What the hell, man? In anderen Ländern wird man abgeschlachtet bei sowas. Okay, das ist vielleicht übertrieben. Hier bekommt man noch einen Schlecker dazu und vielleicht noch einen 5€ Cineplex-Gutschein, damit man ins Kino geht und vielleicht ja sich noch einen Film anguckt, wenn man jemanden vergewaltigt. Digga, what the hell? Im Endeffekt, Freunde, hat Tilo ein Statement hochgeladen und kurz nochmal den Leuten Bescheid gegeben, dass er selber geschockt war, hat von Danny seiner Sicht einiges gehört, wusste aber nicht, dass Danny ihn somit angelogen hat und dass es doch anders war. Und ja, die Vlogs hören auf, ist auch verständlich. Ich glaube, Tilo hat keinen Bock, dass sein Ruf kaputt geht, denn es geht um mein Ruf. Ja. Digga, ich bin so enttäuscht, Mann. Was ist das für ein System? Man vergewaltigt jemanden und dann verurteilt 1,5 Jahre. Ja, Jugendgesetz, dies, das, andere, das ist ein Witz, Digga. Das war's von mir, Freunde. Bis zum nächsten Mal und peace out. Da alle unbedingt ein Statement von mir brauchen, ich bin selber geschockt, super verwirrt und weiß nicht, mit der Situation umzugehen. Und ja, ich wusste davon allerdings nur aus Dannys Sicht. Und seinem Freund glaubt man einfach. Dass das Gericht jetzt aufgrund der Beweise anders entschieden hat und es anscheinend ja auch anders war, fickt mich selber komplett, Jungs und Mädels. Die Danny-Vlogs hören natürlich jetzt leider auf und jetzt bitte nicht mehr nerven, dass es tatsächlich nicht mein Gerichtsverfahren ist.